Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Demon Heart. Die Hexe ist tot, und mit der Hexe meine ich natürlich Rivera, denn wir haben sie getötet. Mit Brashs Hilfe, denn wenn Brash sich nicht gegen sie gestellt hätte, oh je, das hätte echt übel geendet. Das Problem ist, wir hatten Aerie eigentlich versprochen, dass wir sie nicht töten. Und ob Aerie uns das verzeiht, dass wir ihre Herrin getötet haben, das weiß ich jetzt noch nicht. Die Zwischenzeit verbrachte Brash auf seinen Knien. Er holt sich immer noch von ihrem Zauber. Langsam steht er wieder auf. Mal schauen, was mach. Tagebuch aktualisiert, Rivera. So. Okay. Rivera ist eine ausgestoßene Hexe, die in den Ruinen der Wälder lebt. Vor einer Weile fingen die Bestien aus den Wäldern an, Feline zu attackieren. Die Bewohner meiner Stadt glauben, dass Rivera dahinter steckt. Ich habe bisher noch keine Erklärung dafür, wieso Rivera das tut, außer dass sie einfach böse ist. Rivera ist endlich tot. Ich habe es geschafft. Sie wird nicht länger eine Gefahr darstellen, weder für mich oder andere Demon Hearts, noch für meine Heimatstadt. She's dead. Finally. Ja, und du hast geholfen, Brashy. Endlich. Aber du hast immer noch nicht dein Herz, oder? Siehst du, wir haben gewonnen. Es gab keinen Grund für das ganze Chaos. Brash, du Schwein! Ja, er ist nicht unbedingt nett, aber ich muss ihn jetzt nicht beleidigen. Aber du hast dein Herz noch nicht, ne? Keiner besitzt es jetzt, oder, Aerie? Oh, sie weint, es tut mir so leid, Aerie. Auf dich komme ich noch zurück. Na gut, Bright. Ich hoffe, ich habe dir keine Angst gemacht mit meiner Ablehnung der Zusammenarbeit vorhin. Ich musste sicher sein, dass sie ihre Deckung so weit runterließ wie möglich, damit wir sie verdammt nochmal töten konnten, wie wir sollten. Es tut mir so leid, Aerie. Was? Du hast doch gewusst, dass das hier früher oder später mit dir passieren musste. Das alte Weib sollte vor dir sterben. Es wäre eher etwas, worüber man sich beschweren könnte, wenn es andersherum gewesen war. Er wäre. Was haben wir da für einen Tagebucheintrag? Ergebenheit. Da ist nochmal eine kleine Zusammenfassung. Nachdem Race mich und Aerie sitzen gelassen hat, wurden wir schnell von einer wütenden Rivera gefunden, die sich wieder einmal auf die Dienste von Sir Brash verließ. Bessere Verbündete standen ihr ja nicht mehr zur Verfügung. Als Rivera mich dieses Mal angriff, hielt Aerie sich zurück. Selbst Sir Brash half ihr nicht. Er hatte ja gesehen, dass seine Dienste mit Folter belohnt werden würden. Ausnahmsweise war ich einmal im Vorteil und ich besiegte Rivera. Ich beschloss, dass sie sterben musste. Rivera nahm das Geheimnis von Brashs Herz, allem Anschein nach, mit in ihr Grab. Es würde mich jetzt interessieren. Okay, 95% jeweils. Wie konnte ich das alles geschehen lassen? Was für ein Mensch bin ich nur? Du bist eine normale Person, dummes Mädchen. Du solltest erleichtert sein. Das ist das Beste, was dir hätte passieren können. Ich bin geneigt, ihm zuzustimmen, ganz ehrlich. Ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, Aerie und Rivera haben sich irgendwann geliebt. Das ist zwar an sich schön, aber Rivera hat Aerie eingesperrt, war eifersüchtig, hat ihr im Prinzip verboten, mit irgendjemand anderem zu reden. Und das ist nicht gesund. Das ist alles, aber nicht gesund. Sie kann wirklich froh sein, dass sie von ihr weg ist. Und so böse wie Rivera war, bleibt eigentlich nichts anderes zu tun, als sie zu töten. Ist es das? Brash packt Aerie bei den Schultern. Where the fuck is my heart? Ich hoffe, sie weiß irgendwas. I don't know. It's in Garden 4, but I never saw the coordinates. Oh yeah. In dem Scheiß was? Wovon redest du? Es ist ein Ort in Inferno. Noch ein geheimes Versteck wie dieses hier. Aber wie weit es wirklich weg ist, weiß niemand. Man kann nur durch eine bestimmte Kombination von Portalschlüsseln dorthin gelangen. Und die habe ich nie herausgefunden. Brash lässt Aerie los, seufzt und schaut in die Ferne. Nur die Herrin weiß wie. Weiß sie. Außer du kannst es einer ihrer Schriften entnehmen, aber ich konnte es nicht. Auch gut. Dann werde ich halt wie Mace.
Ist sowieso besser, als eine Zielscheibe für Jäger zu werden. Wir können Rivers Versteck durchsuchen, nur für den Fall. Das heißt, dein Herz ist in Inferno. Es wartet förmlich nur darauf, dass jemand es sich schnappt. Brash, du hast mir gefehlt. Also gut, dann wäre das geregelt. Genug von dir, Brash. Kannst du nicht sehen, dass Ari Hilfe braucht? Wir könnten das Versteck... Ja, Ari braucht auch Hilfe. Aber ehrlich gesagt, ich würde Brashs Herz schon ganz gerne finden. Ist das etwa Besorgnis um mich oder etwas anderes, Liebchen? Wenn ich mein Herz nicht brauche, wofür zur Hölle brauchst du es dann? Ich brauche es auch nicht. Es wäre nur verantwortungslos, nicht nachgesehen zu haben, ob diese Information existiert. Das ist alles. Wir müssen alle Beweise vernichten, die den Ort, an dem sich dein Herz befindet, preisgeben. Ich möchte einfach, dass du alle deine Körperteile beisammen hast. Dasselbe wünsche ich mir auch für mich selbst. Alles stimmt. Also zum einen, es wäre tatsächlich fahrlässig, nicht nachzusehen. Dann sollten wir tatsächlich, falls wir den Ort nicht erreichen, zumindest dafür sorgen, dass auch kein anderer ihn finden kann. Und außerdem hätte ich auch mein Herz selbst ganz gerne wieder zurück. Also im Prinzip alles. Aber wir müssen uns ja entscheiden, also... Ich möchte einfach, dass du alle deine... Nehmen wir das hier. Ich kann garantieren, für Leute, die es suchen, hat es keine Spuren hinterlassen. Sie hatte immer schon diese Meins-oder-Niemandes-Einstellung. Brash, du hast mir gefehlt. Also gut, dann wäre das geregelt. Ich möchte ihn nicht anfahren, aber dann wäre das geregelt, ja. Ja. We need to go. I can't stand to be here anymore. Ich kann sie verstehen. Ich meine, ich glaube, sie hat nie aufgehört, euch zu lieben, egal wie schlecht diese sie behandelt hat. Was ist das Problem? Sie kann dich nicht mehr anschreien. Brash, hast du wirklich keine Gefühle oder versuchst du einfach gar nicht darüber nachzudenken? Von Trauer zu Wut. Witzig. Ich würde die hier einsperren, nur für den Fall. Moment mal, habe ich das gerade eben falsch gelesen? Moment. Nein, nicht Charakter, sondern Protokoll. Hä? Ach so, das war er. Oh Gott, Hilfe. Okay, ich lese es nochmal, Entschuldigung. Hast du wirklich keine Gefühle oder versuchst du einfach gar nicht darüber nachzudenken? Von Trauer zu Wut, witzig. Ich würde die hier einsperren, nur für den Fall. Sag noch eine weitere dumme Sache und du wirst mit mir zusammen eingesperrt sein. Ich sagte, wir müssen gehen. Scheiß Hexe. Hier gibt es einen Vorrat an Portalaktivatoren. Also ist alles bereit. Wir haben sie hier gelassen, um immer welche an Ort und Stelle zu haben. Es wäre ja schrecklich, wenn wir ohne Möglichkeit, das Portal wieder zu öffnen, in Inferno feststecken würden. Ari, das mit Rivera tut mir leid. Ich kann mich nicht entschuldigen, die Frau war so böse. Okay, weißt du, wie man das Tor zu dem Ort öffnet, von dem wir hergekommen sind? Wie wäre es, wenn wir die Portalschlüssel so einstellen, dass sie uns an einen neuen Ort bringen? Das wäre... Ehrlich gesagt, ich würde mich schon ganz gerne entschuldigen. Eigentlich tut es mir nicht mit Rivera, also nicht um diese Hexe leid. Aber es tut mir leid, dass Ari jetzt leidet. No, you're not. We were supposed to help each other. You knew it was the only thing I asked for. Ja, das war aber bevor sie versucht hat, mich umzubringen. Sie war zu gefährlich. Ich konnte sie nicht leben lassen. Ari, deine Gefühle sind mir wirklich wichtig, aber sie riss mir mein Herz heraus und folterte mich. Ich konnte ihr nicht vergeben. Es war ein Unfall, ich wollte sie nicht töten, aber ich musste mich selbst verteidigen. Du willst mein Mitgefühl nicht? Na gut, es tut mir nicht leid. Ah. Ihre Gefühle sind mir wichtig, aber ja, nein. Das wusstest du vorab. Wir hatten eine Abmachung. Ich hatte keine andere Wahl. Ich hätte dich etwas fragen sollen. Hätte ich dich etwa fragen sollen, oder du mich zurück in die Zelle steckst? Dann geht keine Abmachung mehr mit mir ein. Ich hatte vor, meinen Eid der Abmachung einzuhalten. Aber als sie uns erwischt hat, das ist ehrlich gesagt die Wahrheit. Ich hätte sie in Ruhe gelassen, wenn wir entkommen wären. Ich wäre nicht nochmal zurückgegangen. Aber sie hat uns erwischt. Und was hätten wir machen sollen? Uns töten lassen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Bright.
Das Klügste, was du jetzt machen kannst, Harry, ist weit wegzulaufen und so zu tun, als wärst du nie ihr Lehrling gewesen. Weglaufen kommt nicht in Frage. Mag sein, dass ich die Leute meiden kann, die davon wissen, aber der Schuld kann ich nicht entkommen. Ich wollte ja wieder frei sein, aber ihr Tod ist mehr, als ich ertragen kann. Sie bricht in Tränen aus. Ich umarme sie, ich halte Abstand. Ich weiß nicht, ob sie gerade unser Mitleid will. Ich weiß es wirklich nicht. Ich versuch's zumindest mal. Na, ist gut. Harry umarmt mich ganz fest. Sie zittert. Was? Warum machst du das? Es ist deine Schuld, dass sie tot ist. Ich habe dich gerettet, Harry. Du verdienst etwas Besseres. Es ist das Einzige, was ich gerade für dich tun kann. Weil du meine kleine Marionette bist, Harry. Und du wirst tun, was ich dir sage. Ja, ich schwanke zwischen 1 und 2. Ich meine, es war ja nicht die Absicht, sie zu retten, wenn sie das so für sich gewählt hätte. Sie muss das selbst wollen. Sie muss selbst von so jemand, also überhaupt jeder, der in so einer Beziehung feststeckt, wo jemand schlecht für ihn ist, muss selbst wollen, dass sich etwas ändert. Und das wollte Harry einfach noch nicht. Aber sie gerade in den Arm zu nehmen und zu trösten, ist tatsächlich das Einzige, was wir im Moment für sie tun können. Das stimmt. Have you forgotten something? We need the fucking portal opened, and I don't know shit about your damned portals. Ist gut, Brashy. I will do it. Bitte werd nicht zu einer bösen Hexe, Harry. Harry nimmt ihr Armband davor und fängt an, die Räder auf dem Portal zu drehen, bis sie eine bestimmte Kombination der Symbole zeigen. Auf dem Armband müssen mehr als eine Kombination geschrieben stehen. Das letzte Mal, als sie das gemacht hat, kontrollierte sie alles wiederholte Male, also kann ich mir vorstellen, es wird einige Zeit dauern. Brash versucht mich abzuschätzen und grinst dabei, aber er sieht geschafft aus. Etwas an ihm hat sich seit Riveras Misshandlung verändert, als wäre er irgendwie dünner geworden, auch wenn seine Rüstung es gut verbirgt. Dennoch vermittelt er einem immer noch ein Gefühl der Gefahr, die Art, die man nur in einem Mann findet, der nichts mehr zu verlieren hat. Warum hast du mich zu Rivera gebracht? Kannst du mir die Sache mit Lord Mace und Rivera erklären und wie es dazu gekommen ist, dass du für beide gearbeitet hast? Ich muss dir erzählen, was passiert ist. Da war dieser Demon Spawn. Hast du es gemerkt, als ich im Giftraum versucht habe, dich zu retten? Ich schätze mal, weil er nicht sterben wollte? Das würde mich tatsächlich erklären. Kannst du mir die Sache mit Lord Mace und Rivera erklären und wie es dazu gekommen ist, dass du für beide gearbeitet hast? Aber es würde mich ehrlich gesagt interessieren, ob er gemerkt hat, dass wir versucht haben, ihm zu helfen. Yeah, I remember your silky hands on me, little pussy. Much use you were. Nützlich. Ich hätte jetzt gedacht, wir waren nett, aber gut. Hey, ich habe was verändert. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Ich hätte dich fester treten sollen. Ja, wir haben was verändert. Stimmt. Insbesondere nachdem Rivera zurückgekommen ist. Entschuldige, dass ich dich auf den Arm nehme. Ich war wirklich überrascht, dass du versucht hast, mir zu helfen. Und es hat wirklich geholfen. Alleine schon zu wissen, dass ich dir genug bedeute, es zu versuchen. Sie hat ein langanhaltendes Gift erfunden, das sogar ein Demonheart lahmlegt. Ich kann die Konsequenzen immer noch spüren. Aber jeden weiteren Moment geht es mir etwas besser. Ah, jetzt können wir also weiterfragen. Dann würde mich jetzt tatsächlich das Zweite hier interessieren. Kannst du mir die Sache mit Lord Mace und Rivera erklären und wie es dazu gekommen ist, dass du für beide gearbeitet hast? Sure thing, Kitty Girl. Irgendwie mag ich es, wenn er uns Kätzchen nennt. Das ist irgendwie lieb. Normalerweise rede ich nicht darüber. Aber wir saßen hier beide tief genug in der Scheiße. Also warum zur Hölle nicht? Du weißt, dass Mace dank des alten Weibs Alonda zu einem Herzlosen geworden ist, richtig? Die Hexe, dessen Arsch Rivera geküsst hat, um dahin zu gelangen, wo sie war. Ja, ich wusste etwas in der Art... Nein, ich habe nicht verstanden, was er getan hat. Was? Wusste nicht, dass er ein Herzloser ist, nur dass er ein Demon Spawn, ein Demon Heart ist, also sowas in der Art.
Nun, Mace wollte um jeden Preis ein unbezwingbarer Demonheart werden. Also schmiedete er diesen Plan, die Hexe dazu zu bringen, ihm zu helfen und sie dann zu töten, sodass niemand hier sein Herz finden könnte. Sie kam ihm nach, wegen des Wissens und vielleicht wegen einer fetten Belohnung, welche ihr nichts nutzte, weil sie am Ende starb. Ja, und wann bist du dazu gekommen? Also hat Mace Alanda getötet und Rivera ist geflüchtet? Das wird es gewesen sein. Wann bist du dazu gekommen? Worauf ich hinaus will, ist, dass Mace und Rivera eine Geschichte hatten, lange bevor ich ins Bild kam. Jetzt zu mir. Nun ja, ich war in wirklich schlechter Verfassung, als ich eingewilligt habe, Riveras Testobjekt zu werden. Ich wollte mich wegen einer Hure umbringen, die mich sowieso nie gewollt hat. Also dachte ich mir, warum zur Hölle nicht? Ich hatte keine Ahnung, was ich da machte. Oh Gott, Brashyline! Du warst verliebt und wolltest dich... Oh... Okay, jetzt mal ganz ehrlich, wer hätte gedacht, dass Brash der Typ ist, der sich wegen einer Frau umbringen würde? Oh, Brashy. Oh Gott, jetzt habe ich ihn wieder ganz schrecklich lieb. Oh, Brashyline. Eine Hure? Was, du wolltest dich um... Ja? Es war wirklich dämlich, wenn man es jetzt betrachtet. Aber es war das Ereignis, wodurch ich ein Demonheart geworden bin. Seitdem habe ich mich sehr verändert. Es ist fast nichts mehr übrig von dem Jungen, der ich einmal war. Die Sache ist die... Zu der Zeit war ich noch nicht geeignet dazu, ein Ritter zu werden. Ich habe zwar viel körperliche Arbeit gemacht, aber ich war ein ziemlicher Niemand. Deshalb hat mich die Hure für einen reichen alten Mann verlassen. Aber darüber will ich nicht reden. Erst nachdem Rivera mich zu einem Demonheart gemacht hatte, hatte ich den Mut, richtiger Arbeit nachzugehen. Es war dreckige Arbeit in den Slums von Scarswall. Sie enthielt das Zerhacken von Leuten und nicht Holz. Ich wurde unvorsichtig und wahnsinnig mutig, weil ich wusste, ich konnte jederzeit wieder auferstehen. Jedes Mal, wenn sie mich töten würden. Es spielte keine Rolle, wie oft ich getötet wurde. Ich habe einfach alles gehasst. Im Laufe der Zeit habe ich meine Fähigkeiten verbessert. Der Mut, der durch das Wissen, unsterblich zu sein, mit sich kam, machte es geradezu jedem unmöglich, mich zu besiegen. Wie sich herausstellte, suchte Lord Mace nach genau solchen Soldaten. Zwei seiner Ritter sind eines Tages zu mir gekommen, um mich zu rekrutieren. Ich glaube nicht, dass sie von Anfang an gewusst haben, dass ich ein Demonheart war. Sie dachten ehrlich, ich wäre einfach ein überaus geschickter Schlägertyp, der als Soldat nützlich sein könnte, wenn man ihn diszipliniert. Aber ich habe den Fehler gemacht, ihnen auf dem Weg davon zu erzählen, dass ich ein Demonheart bin. Ich dachte, es wäre ein Grund mehr, mir zu erlauben, in Mace Diensten zu arbeiten. Als wir am Ritterpalast angekommen waren, griffen alle verdammten Ritter, die dort waren, mich an. Ich war in 2 Sekunden tot. Oh. Naja, das macht Sinn. Ja? Oh. Als ich dann wieder aufgewacht war, traf ich Lord Mace endlich persönlich. Für ihn war alles großartig. Er tat, als wüsste er von nichts. Verdammt. Er hat meine Brust durchsucht. Als er gemerkt hat, dass ich genau war wie er, entschied er, den Soldatenscheiß zu überspringen und ernannte mich sofort zum Ritter, wenn ich mich dazu bereit erklären würde, ihm zu vergeben. Und du hast ihm vergeben. Ich verstehe nicht, wie du ihm vergeben konntest. Ich glaube, es ist schwer zu ver... Aber er hatte ja nichts, ne? Okay, du hast ihm also vergeben. Ja. Deshalb bin ich jetzt Sir Brash für dich. Ich bin froh, dass ich ihm vergeben habe. Ich dachte damals, ich wäre verrückt geworden. Aber dann stand ich Mace gegenüber. Es gibt nur wenig Dinge, die ich ihm nicht vergeben würde. Okay, warum? Er weiß eine Menge Sachen, auch wer ihm gegenüber loyal ist. Er wusste es von mir, auch wenn ich Rivera Bericht erstatten musste. Also hat er sich damit abgefunden. Ist das vielleicht seine Kraft? Ist das vielleicht seine Kraft? Und wo fängt das an? Okay. Ich weiß nicht, wie Lord Mace zu einem Demonheart geworden ist, aber er brachte die Hexe Alanda dazu, ihn zu einem Herzlosen zu machen. Danach tötet er sie. So wusste schließlich niemand mehr, wo sie sein Herz versteckt hatte. Hm.
Okay, ich glaube, das obere hatten wir. Ich habe erfahren, dass St. Mace auch an Demon Heart ist. Sir Bresh sagte es mir, auch wenn ihm das eigentlich gar nicht erlaubt war. Einige Zeit nachdem Bresh, dank Alondas Schülerin Rivera, zu einem Demon Heart geworden war, bot man ihm an, in die Dienste von Lord Mace zu treten. Er erzählte ihnen davon, dass er ein Demon Heart ist. Daraufhin wurde er von den Rittern von Scarswall getötet, damit Lord Mace seine Brust durchsuchen konnte. Da Bresh genau wie Lord Mace auch ein Herzloser war, konnte Mace nicht bekommen, was er wollte. Er wartete also darauf, dass Bresh wieder aufwachte und bot ihm dann die Ritterschaft an. Anscheinend war Lord Mace so charmant, dass Bresh ihm sogleich vergeben hat, was ihm angetan wurde und das Angebot annahm. Vermutlich, wenn du ein Herz gehabt hättest, hätte er es vermutlich gegessen, um stärker zu werden, oder? Okay. Rivera hat mich nie zuvor darum gebeten, etwas zu tun, das Mace Befehlen widersprach. Wenn er gewusst hätte, dass sie eines Tages vorhätte, mein Herz zu essen, hätte er sicherlich etwas getan. Aber er wusste, wenn er sie angreifen würde, hätte er nur riskiert, mich vorzeitig zu verlieren. Ich musste ihm sagen, was zwischen dir und Rivera los war. Er wusste alles über unsere Mission. Und mehr als Lord Second wusste, sowieso. Er entschied, dass er Rivera das schwache Herz eines Mädchens überlassen sollte, anstatt einen seiner Ritter zu verlieren. Keiner von uns konnte ahnen, dass sie sich sofort gegen uns wenden würde. Und für dich ist die Tatsache in Ordnung, dass Lord Mace dein Herz jederzeit essen würde, wenn er könnte? Warum hast du mich zu Rivera gebracht? Ich muss dir erzählen, was... Nein, das interessiert mich wirklich. Das wäre für dich okay? Ich hoffe eigentlich, dass er es nicht tun würde, nach all dieser Zeit. Du hoffst, du weißt es aber nicht. Und warum hast du mich zu... Im Prinzip hat uns das ja gerade gesagt. Damit sie unser Herz und nicht seines verschlingt. I thought there was no escape. For you, that is. I didn't expect Rivera to turn on me immediately. Ich dachte, es gäbe keinen Ausweg für dich, meine ich. Er dachte also, wir würden sowieso entweder im Kerker verrotten, an den König ausgeliefert werden oder sonst irgendwie zu Tode kommen und dass wir ohnehin verloren wären. Selbst wenn ich den Plan geändert hätte. Wir waren in ihrem Revier. Alles war schon vorausgeplant. Man konnte sie weder überraschen noch bekämpfen. Das alte Weib war immer vorbereitet. Dann wolltest du dich selbst retten, indem du mich opferst? Du solltest nicht einfach dahergehen und das Leben anderer Leute zerstören, nur weil deines schon ruiniert ist. Na schön, vielleicht hattest du keine Kontrolle darüber. Ich verstehe. Natürlich wollte er sich retten. Ich denke aber, es hätte anders ausgesehen, wenn wir eine ernsthafte Chance gehabt hätten. Also sprich, wenn es nicht einfach nur so gewesen wäre, dass wir sonst keine Zukunft gehabt hätten. Wie ist eigentlich gerade unser... Das ist 95% beides, oder? Nee, wir sind wieder 100% taktvoll. Das ist ja schön. Na schön, vielleicht hattest du keine Kontrolle darüber. Komm, wir fragen mal das hier. Sind wir wieder ein bisschen trotzig? Ja. Ich hatte angenommen, das wäre, was jeder normale Kerl machen würde. Aber das alles war natürlich geplant, bevor ich dich kannte. Und als ich dann gesehen habe, wen ich töten sollte, war die Hölle los. Ich würde es nicht wieder so machen. Warum? Was hat sich geändert? Ich glaube dir nicht. Ich hoffe, du sagst die Wahrheit, weil du mir sehr viel bedeutest und ich könnte nicht über einen weiteren Verrat hinwegkommen. Ich würde schon gerne fragen, was sich geändert hat. Aber ich bin versucht, die dritte Antwort zu nehmen, weil, wenn man mal so überlegt, Grace ist mit unserem Herzen abgehauen. Ari hat uns nicht betrogen, aber naja, wir haben sie in gewisser Weise hintergangen. Unser Lord hat uns betrogen, also Lord Second. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass Brashy uns viel bedeutet. Ich meine, wir wollten ihm helfen, die ganze Zeit. Wir haben versucht, ihn aus dieser Giftwolke rauszubekommen. Wir hätten uns darauf eingelassen, vielleicht mit ihm anzubandeln. Und ich glaube, es würde sehr, sehr wehtun, wenn er uns verraten würde. Ich werde nie wieder etwas tun, das dich verletzen könnte. Oh. Ich liebe dich. Es hat keinen Sinn, am Leben zu sein, wenn ich weiß, dass ich dich auf dem Gewissen habe. Oh, Brashilai. Oh, okay. Er ist lieb. Ich mag Brashy. Ich hab Brashy gern. Brashy ist voll knuffig. Brashy ist der Typ... Brashy ist viel ritterlicher, als er den Anschein macht. Ich meine, er wäre
Er ist vielleicht ein bisschen sehr... Also wenn man mal überlegt, er wollte damals sterben, weil eine Frau ihn nicht wollte. Und jetzt sagt er auch, er liebt uns und das hat keinen Sinn, am Leben zu sein. Er ist vielleicht ein bisschen zu extrem in seinen Gefühlen. Aber oh, ist das lieb. Und guck mal, er sagt das einfach so. Ganz ohne, dass er rumdruckst. Ganz ohne. Sondern einfach so, ich werde nie wieder etwas tun, das dich verletzen könnte. Ich liebe dich. So, Tatsache. Bam, auf den Tisch. Hier, so ist das halt. Och, Brashy. Nachdem Rivera mich gefangen genommen hatte, spürte ich große Qualen, größere Qualen, als ich sie je zuvor gespürt hatte. Ich dachte, du wärst tot. Ich wünschte, ich hätte es früher erkannt, dass der Schmerz von Folter und Tod kein Vergleich dazu ist. Ich verstehe, das habe ich nicht erwartet. Ich liebe dich. Du bereust also, was du getan hast. Trotzdem will ich, dass du dich von mir fernhältst. Du weißt, dass ich dich hasse, oder? Oh, wie gemein man sein kann in diesem Spiel. Nein. Lieben wir Brashy auch? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das haben wir einfach nicht erwartet. Ja. Vielleicht ist das das Beste, du vergisst, was ich gesagt habe. Ich werde gerade ziemlich erbärmlich. Nein! Also, das war's dann? Wie kommt es, dass Rivera dich freigelassen hat? Ich muss dir erzählen, das Nachsehen ist... Nein. Ich weiß, wir hätten jetzt sagen können, ich liebe dich, aber ganz, ganz ehrlich, das wäre alles so ein bisschen sehr plötzlich. Und ich glaube, da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht? Ach, Brashylein. Oder vielleicht bin es auch einfach nur ich, weil ich, glaube ich, nicht so von heute auf morgen sagen könnte, hi, ja, ich liebe dich auch, danke. Ich meine, ich wusste ja, dass er uns mag. Das stand außer Frage. Das hat ja auch schon Fischer erkannt, dass er uns ansieht, als würde er uns einerseits mögen und andererseits nicht so gern haben. Er hat uns geküsst, er hat uns gerettet, aber... Dass er direkt kommt mit "Ich liebe dich", das hatte ich tatsächlich nicht erwartet. Also, wie kommt es, dass Rivera dich freigelassen hat? She got desperate after Ari went missing. She promised to spare me if I swore to destroy the two of you. So I damn well did. Und du wusstest, dass du sie betrügst, ne? Du hast gelogen? Hast du vor, uns auszulöschen? Sie fühlte sich nicht fit genug, allein gegen uns zu kämpfen? Und sie hat dir geglaubt? Ja, ernsthaft, sie hat dir geglaubt? Ich bin nicht sicher, aber wie ich schon sagte, sie war ziemlich verzweifelt. Sie war sogar so verzweifelt, von Aries Verrat zu erfahren, dass sie entschieden hat, alles zu riskieren. Gute Arbeit nebenbei bemerkt. Es war nicht meine Absicht zu... Was? Du kannst dich immer noch nicht entscheiden? Du hättest mir früher von den flauschigen Gefühlen für Bright erzählen sollen. Mit dir auf unserer Seite hätten wir Rivera bekämpfen können, bevor sie uns beide in die Zelle gesteckt hat. Bei ihren flauschigen Gefühlen für... Guck mal, flauschig! Okay, das finde ich jetzt einfach mal schön, ja. Die flauschigen Gefühle von Aerie für uns? Stattdessen hast du ihr geholfen, Bright zu lähmen, und dann hast du mich hintergangen, nachdem ich die ganze Zeit gemacht hatte... Nachdem ich die ganze Zeit gemacht hatte, sie für euch zum Gefängnis... Also manchmal ist die Übersetzung nicht so ganz perfekt. Du hast Bright auch nicht geholfen. Du wusstest, Rivera könnte sie nicht sofort zu deinem Herzen teleportieren. Könnte sich nicht sofort zu deinem Herzen teleportieren. Ha! Moment, ich muss mal ganz kurz... Ihr seht's gerade, ein GeForce Game Ready Driver ist verfügbar. Ja, danke schön. Ich hasse es, wenn das einfach so aufploppt. Okay. Dann weiß ich ja, was ich gleich nachdem wir hier Schluss machen werde, das Ding installieren. Und außerdem ist es deine Schuld. Du hast dich dazu entschieden, uns zu folgen, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Und es ist deine Schuld, dass Rivera so weit damit kam. Du arschküssende kleine Marionette. Du hast immer getan, was sie dir gesagt hat. Sie hätte ihre Ziele auch ohne mich erreicht. Meine Hilfe war unbedeutend. Du unterschätzt dich selbst. Du könntest es in kürzester Zeit schaffen, eine böse alte Hexe zu werden, genau wie sie es war. Bist du dir sicher, dass du mich nicht tot sehen willst? Solange Bright mich nicht deinetwegen verlässt. Das ist meine Idee. Nein. Ich muss dir erzählen, was passiert ist. Da war dieser Demonspawn. Ich weiß nicht, ob wir ihm unbedingt von Race erzählen sollten, aber vermutlich sollten wir, oder?
Ich meine, ja, wir sollten es ihm erzählen. A fucking Demon Spawn. Ja, den wir übrigens bitte nicht töten, sondern ihm einfach nur mein Herz abnehmen. Er hat durch dieses magische Amulett mit mir gesprochen. Ich konnte seine Stimme in meinem Kopf hören, so haben wir uns verständigt. Ja, in meinem Kopf. Also durch das Amulett. Ja, wir können ihm von dem Amulett eigentlich erzählen. Er sagte mir immer wieder, ich solle Menschen töten und keine Schwächling sein. Er schien so freundlich zu sein. Ich sollte ihn über die Menschenwelt unterrichten, aber er tat so, als wüsste er schon alles. Einfach das, wir sollten keinen Schwächling haben. Überraschenderweise nicht das Schlimmste, was er dir hätte sagen können. Since when have you been talking to him? Bist du gerade ein bisschen eifersüchtig, Brashy? Unsere ganze Reise über. Es hat mit euch hier zu tun. Sie war schwanger von einem Dämon und sie wollte, dass ich ihrem Sohn helfe. Auch wenn ich es nicht wollte, hat er immer zu mir gesprochen, wenn ihm danach war. Das ist jetzt nicht der wichtigste Aspekt. Ich würde mal sagen, es hat mit euch hier zu tun. Sie war schwanger und wir sollten ihrem Sohn helfen. Also ein verdammtes Dämonenkind oder sowas. Ja, außer dass er nicht wirklich ein Kind ist. Ja. Dass er nicht wirklich ein Kind ist. Was ist letztlich passiert? Du hast Rivera etwas über dein Herz gesagt. Das war die Wahrheit, oder? War es. Race hat mich aus Riveras Gefängnis befreit, aber erst nachdem sie mein Herz entnommen hatte. Dann hat er es gestohlen, ohne meine Erlaubnis. Ja, der Demon Spawn hat so getan, als würde er mir helfen. Dann hat er mein Herz geklaut. Die Kurzfassung ist, der Demon Spawn hat jetzt mein Herz. Wortwörtlich. Ich würde lieber nicht darüber reden. Ja. Ja. Wir sagen, ganz ehrlich, ich bin gerade so ein bisschen sauer auf Race. Dann ist dein Herz auch in den Händen von einem Dämonenarsch. Selbst Dämonen wollen dich tot sehen. Und ich dachte, Menschen wären schon schlimm genug. Wenn ich mein Herz nicht wiederbekomme, bin ich verloren. Eigentlich weiß ich gar nicht so recht, was er von mir will. Der Demon Spawn will mich lebendig, aber es könnte da ein Missverständnis geben, das ich mit ihm klären sollte. Ja. Er will mich ja lebendig, von daher. Eine Sorge weniger. Du musst aufhören, mit Dämonen zu verkehren. Ich hoffe, dieser Sohn einer Ziege mag dich mehr, als Rivera mich gemocht hat. Ich habe gehofft, es wäre vorbei, dass du endlich in Sicherheit wärst. Aber das habe ich nicht kommen sehen. Wenn Bright immer noch von Menschen gejagt wird, wie vorher auch, könnte das zu ihren Gunsten verlaufen. Wenn wir nur sicher sein könnten, dass Race gute Absichten hat. Sich sicher sein bei einem Dämon? So was Dämliches würde nur eine verrückte Hexe sagen. Ari, bist du fertig mit dem Portal? Ich sehe, wir überziehen schon ein bisschen, aber... Yes. Okay. The gate is ready to be opened. Are you coming? Ja. Are you sure you didn't mess it up? Ja, Brash. Ich habe es überprüft. Mindestens 5 Male. Glaub mir. Dann überprüf es noch einmal mehr, du kleine Hexe. Okay. Ari, bitte, das ist genug. Ja, es ist besser, sicher zu gehen. Brash, hör auf, dich wie ein Schwein zu verhalten. Sie hat es vernünftig eingestellt. Ihr seid beide verrückt. Ich würde mal sagen, es ist tatsächlich besser, sicher zu gehen. Ari fängt an, erneut die Symbole ihres Armbands mit denen vom Portal abzugleichen. Alles steht korrekt. Perfekt. Ari nimmt einen der Aktivatorensteine aus einer offenen Truhe und bringt ihn zur Portalöffnung. Wieder einmal kommt eine Welle aus Luft über uns. Dieses Mal ist die Luft ein wenig frischer als hier in Inferno. Es ist die kalte Luft aus der Untergrundruine. Wir gehen schnell durch. Und bevor wir dann durchgehen bzw. durch sind, unterbrechen wir hier einmal. Ich bin sehr, sehr froh, dass Brashy wieder da ist. Und ich hoffe, sein Herz ist in Sicherheit und... Oh, ist Brashy nicht süß? Ich weiß, er ist ein Choleriker und er ist ein bisschen zu viel von allem, aber oh, ist er nicht niedlich? Oh Gottchen, ich mag Brashy. Brashy ist so ein Herzchen. Oh Gott, ich hab ihn gern. Ich mag Brashy. Ich hab ihn wirklich gern. Ich würde nicht sagen, ja, das ist Liebe, dafür müsste er erstmal aufhören, uns die ganze Zeit angrabbeln und überfallen und sonst was zu wollen. Aber wenn er das nicht mehr macht, dann könnte daraus, denke ich, Liebe werden.
momentan finde ich es einfach noch ein bisschen zu... Ich meine, der hat versucht, uns zu vergewaltigen, bevor er uns zu Rivera gebracht hat. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was bei mir Gefühle von Liebe auslöst. Und ich glaube auch bei den meisten anderen nicht. Aber ich weiß es zu schätzen, dass er uns geholfen hat. Dass er uns helfen möchte, dass er so versessen auf uns ist. Das ist schon süß. Und ich mochte ihn ja schon von Anfang an, seit dem Muffin, den er uns mitgebracht hat. Aber gut, wir sehen dann nächstes Mal, wie es weitergeht. Und ich hoffe, wir können ihm nochmal was Nettes sagen. Und vielleicht entwickelt es sich ja so, dass wir ihm irgendwann sagen können, dass wir ihn lieben. Vielleicht. Aber erstmal ist es, glaube ich, wichtiger, dass wir unser Herz zurückbekommen. Sonst könnte das eventuell übel enden. Gut, macht euch also noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Die flauschigen Gefühle, die Ari für uns hat, das ist irgendwie süß. Macht euch also noch einen flauschigen Tag und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal bei Demon Heart wieder. Bis dahin. Bye, bye.